Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück bei Until Dawn. Und hier seht ihr schon mein neues Mikro Deluxe hier, endlich vom Mund hier. Und ich freue mich riesig, jetzt können wir endlich Until Dawn spielen mit neuem Sound. Ich muss mal ein bisschen rumfummeln, ich lasse es jetzt erstmal so. Vielleicht kann ich später noch ein bisschen tiefer setzen, aber mir ist natürlich wichtig, dass der Ton stimmt und dann macht das ganze Spiel natürlich noch mehr Spaß. Ich bin hier oben in der Ecke drin und es reicht ja, dass man, was man von mir sieht, oder? Also ich könnte jetzt so ruhig locker spielen. Ich weiß nicht, ob ich es noch ein bisschen tiefer machen könnte, dann gehe ich ein bisschen höher. Aber ich möchte auf jeden Fall, dass die Tonqualität geil ist. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir fortsetzen und legen direkt weiter. Sollen. Aufgrund deiner Entscheidung sind Menschen gestorben. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, aktiv Dinge zu veranlassen, durch die eine Person stirbt. Oder passiv zuzulassen, dass eine Tragödie abläuft. Und dabei rührt man nicht einen gottverdammten Finger, um jemandem zu helfen. Na, bin wieder da. Da war die Kamera kurz weg, aber ist egal, es kommt eben Video. Also genießen wir es ohne mich. Weißt du noch letztes Jahr? Hm? Du hast deine Schwestern sterben lassen. Du hast nichts unternommen. Betäubt von deiner eigenen selbstsüchtigen Furcht. Während die echte Gefahr immer näher kam. Es geht nur um dich, Josh. Immer geht alles um dich. Ein Spiel, das ging fürchterlich schief. Und deine Freunde wie deine Schwestern haben dich verlassen. Du bist allein. Kannst du fühlen, wie kalt deine Einsamkeit geworden ist? Warum hast du sie verletzt? Joshua, warum hast du sie verletzt? Sie haben mich verletzt, ich habe keinen verletzt. Ich mache mal wieder die Kamera an. Tja, jetzt habe ich alles natürlich schön, topper Sound, aber die scheiß Kamera gibt immer noch ab und zu meinen Geist aus. Sie haben mich verletzt, ich habe keinen verletzt. Na doch, er hat ja sie eine verletzt. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, weil sie mich verletzt haben. Mal wenn ich jetzt sage, ich habe keinen verletzt, dann, naja, ich habe keinen verletzt. Was soll der Scheiß? Aber natürlich hast du das. Sie waren deine Freunde, du hast sie getäuscht, sie belogen und sie durch eine Nacht des nackten Grauens gejagt. Es war nur ein Spiel. Es tut mir so leid. Okay, wir sagen, es tut mir so leid. Wir sind nett. Hoffen wir, dass es nicht zu spät für Buße ist. Und dass deine Freunde, falls sie es dennoch sind, dich retten vor etwas, das schlimmer ist als der Tod selbst. Ja, der scheiß Wendigo. Was bisher geschah bei Until Dawn. Gut, dann nehme ich mich nochmal kurz raus. Und wir genießen das Video. Schlecht aus oben. So leid, Ashley. Was ist mit dem Alten? Keine Spur von ihm, ich glaube. Halt! Sag Gott, was ist das? Ja! Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Was ist das alles? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Was ist das? Das ist der Schutzraum, M. Bitte. Fuck, ich kann das nicht. Du tust das Richtige. Beobachtet sie. Ich bin bald zurück. Verzweiflung. 2 Stunden bis zum Morgengrauen. Ich mach kurz Stopp. Und da bin ich wieder. Ja, liebe Leute, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Nachsicht nach mir. Ich habe jetzt mit dem neuen Mikro hier vor der Nase, muss ich mir erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Und ja, ich denke, das spielt sich schon ein mit der Zeit. Gebt mir ein bisschen die Chance.
Aber ich gebe mein Bestes, dass ihr einen guten Klang habt, dass ihr mich sehr schön versteht, dass ihr mich sehen könnt und dass wir ein geiles Spielerlebnis haben. Und ihr seht schon, liebe Leute, es bleibt wieder spannend und jetzt bin ich Mike. Magic Mike ist hier im Einsatz. Oh ja. Und da ist was. Jetzt muss ich erstmal wieder nach der Steuerung gucken. Und ich hoffe, ich finde noch mal ein paar Hinweise, weil ich muss leider sagen, dass ich im Moment ein bisschen wenig Hinweise habe und ich hätte einfach gerne mal ein bisschen mehr. So, jetzt muss ich mal schnell gucken. Ich möchte nämlich eigentlich ganz gerne mal da runter gucken, genau. Ach, hier ist gar nichts. Ich dachte, ich könnte da reingehen. Ja, ich muss ab und zu immer mal wieder auf die Kamera gucken, weil ihr wisst ja, die hängt manchmal einfach so aus Spaß, weil die einfach dumm ist. Naja, aber wir sollen uns ja nicht beschweren, sondern das Feeling genießen. Und jetzt noch mit geilen Klang. Haha. Ne, ich habe echt Spaß an dem Ding. Finde ich sehr atmosphärenreich, würde ich das mal so nennen. Gut, hier ist aber gar nichts, was blinkt. Also hier kann mich überhaupt nichts glücklich machen hier gerade. Das ist gerade ein bisschen traurig. Sorry Leute, dass der Part heute ein bisschen später kam. Ich hatte heute ein bisschen Probleme beim Einstellen. Irgendwie wollte die PlayStation nicht mehr so. Da war, hat sich was verstellt, wo ich die Kamera und das Mikrofon angesteckt habe. Und es war ein Schalter, der irgendwie sich verstellt hat und dadurch war kein Bild zu sehen. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, was soll das? Naja, aber jetzt geht's wieder. Und jetzt hoffe ich doch, dass alle glücklich sind, dass keiner böse ist und dass wir jetzt in Ruhe zocken können. So, was haben wir denn hier? Sehr, sehr geil. Oh, die Kamera hängt schon. Seht ihr, das ist das, was ich meine. Und es geht direkt weiter. So, scheiß Kamera. Manchmal braucht die voll lange, bis sie sich wieder neu gebootet hat. Und manchmal geht so zweimal so zack, zack. Jetzt sind wir wieder da. Da ist auch der Wolf, ne? Jetzt ist mal die Frage, weil wir den ja nicht geschlagen haben, ob er uns vielleicht mal beschützt vor diesem komischen Vieh. Ich meine, er wird wahrscheinlich sterben und gefressen. Aber er wird wahrscheinlich um sein Leben kämpfen, um uns zu retten. Oder ne, bei dem anderen Ding, wo wir den hätten schlagen können. Wahrscheinlich hätte der uns dann, weiß ich nicht, vielleicht angegriffen. Deswegen hoffe ich einfach, dass er uns beschützt. Okay, da ist alles ruhig, dann gehen wir mal hier lang. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss, das ist ja das Schlimme. Da ist ein Pfeil. Ah, hier hat er seine Finger verloren, genau. Das ist ein Sanatorium. Oh Mann, ich kann leider auch nicht so rennen. Das ist also schon die höchste Geschwindigkeit, die ich hier aufbringen kann. Heilige Scheiße. Das wollte ich nicht hören. Aha. Wo sind die Wölfe hin? Naja. Ich kann mir schon vorstellen, wenn hier das Vieh rumrennt, dass die Wölfe dann abhauen. Ach Mann, was ist denn los mit der Kamera? Ah ja, so ist das, ne, liebe Leute. Die geht mir schon wieder ganz schön auf den Nerven, dass die wieder so schnell hintereinander aufhört. Dass das so funktioniert, ist schon erstaunlich. Na komm. So, und jetzt müsste ich wieder da sein. Yes. Tja, ich hoffe, es bleibt jetzt mal so. Ich habe keine Ahnung, warum die da so Mucken macht. Das kann ich mir nicht erklären. So, was haben wir denn da? Irgendwas Neues? Aber das war alles, was wir schon mal gesehen haben, ne? Okay. Brauchen wir uns gar nicht so lange aufhalten. Möchte ich da lieber gucken, dass wir hier rauskommen aus dem Horrorhaus. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwo ein neuer Weg ist. Hier war mal eine Jacke. Da geht's nach oben. Müssen wir vielleicht sogar nach oben. Ist alles zugesperrt, dass wir jetzt nur noch nach oben kommen, hä? Ja, okay, der Weg führt nach oben. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Also auf nach oben. Oh, 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 es bleibt gruselig. Da steht was. Aha. Okay. Leute, ich habe da so gerade so 2% Angst oder so. Aber nur 2%. So, dann gehen wir weiter. Der guckt die ganze Zeit nach oben. Sauber. Hier ist nichts. Aha! Da ist was. Springen. Oh, achso, da kommen wir dahinter. Geil. Geil, geil, geil. Mhm, es geht voran. Ja, der Mike, der sieht ziemlich mitgenommen aus. Keine Frage.
Ah, jetzt darf ich mir was aussuchen, hä? Eine Fackel oder eine Knarre? Eine Knarre ist für Distanz halten. Und Feuer, haben wir gelernt, ist natürlich dann ein bisschen besser, ne? Oder nehmen wir beides mit? Ne, wir haben uns fürs Feuer entschieden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir damit bessere Chancen haben gegen das Vieh. Weil wir haben gelernt, Feuer macht... Aber er nimmt beides mit, oder? Ja. Sauber. Ist auch okay. Eine Mini-Pumpgun. Muss reichen. Ja, sollte reichen. Aber ich hätte doch trotzdem noch mehr Munition mitgenommen, mein Freund. Aber ist ja nicht schlimm. Hauptsache, wir haben überhaupt was dabei. So, dann gehen wir mal durch die Tür. Das war jetzt so ein kleiner Munitionsraum. Jetzt gehen wir mal schnell hier lang. Auf jeden Fall fühle ich mich jetzt schon mal ein bisschen besser. Mit einer Pumpgun in der Hand. Aha, da liegt noch was. Da waren wir aber auch schon gewesen. Da hinten blinkt was. Okay, dann versuchen wir es doch mal. Da reinzugehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir hier schon drin waren oder ob das neu ist. Wahrscheinlich hätte ich dann den Wolf abknallen können mit der Knarre. Aber eigentlich möchte ich dem nichts tun, weil das ja mein Freund geworden ist. Aha! Endlich mal wieder was Neues hier, hoffe ich. Sieht auf jeden Fall neu aus. Oh, okay. Was ist das? Gefahrtotem. Also es besteht die Möglichkeit, dass das Vieh mich angreift und mich zu Tode kratzen will. Deswegen, ich muss aufpassen. Oh Mann, es bleibt spannend. Also hier ist auf jeden Fall Neuland. Das ist schon mal schön. Oh, ein Friedhof. Hinweis entdeckt. Da werden wir doch gleich mal reinschauen. Oh, ganz viele neue Hinweise. Ein Abschnitt, das haben wir schon gelesen. Ha, Wendigos, okay. Achso, das sind die ganzen Bücherausschnitte, wo wir gelesen haben, dass der Biss gar nichts macht. Und hier alle Kreuze tragen das gleiche Datum, 24. Februar 1952, wodurch sind so viele Menschen am selben Tag gestorben. Durch den Wendigo. It's the Wendigo. Natürlich durch den Wendigo. Durch was sonst? Es kann nur der Wendigo gewesen sein. Okay, war das jetzt echt der ganze Weg hier nur wegen dem Kreuz? Wollen die mich verarschen oder was? Und wegen dem Totem? Lol, okay, alles klar. Der ganze Weg war nur wegen dem Kreuz. Nehmen wir das doch mal so auf. Gut, dann geht's weiter. Ja, ich hoffe, bis jetzt geht alles. Kamera läuft, das läuft. Freut mich sehr. Ich hoffe, der Ton ist auch perfekt. Ja, ja, ja. Einmal draufballern, bitte. Hier geht's also weiter. Oh ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Lärm keine gute Art ist, sich zu, ja, naja, Aufmerksamkeit anzuziehen. Sind wir, glaube ich, genau richtig mit dem Lärm. Aha, da ist er ja. Der hat uns gehört. Hey, Großer. Er hat sich erinnert. Hätten wir ihn jetzt geschlagen, hätte er uns bestimmt angegriffen. Hey. Hatte gehofft, dich wiederzusehen. Naja. Jetzt die Frage, was passiert, wenn das scheiß Vieh kommt? Ich würde eigentlich nicht gerne sehen, wie der Wolf zerfetzt wird. Ich habe eine Karte von hier gesehen. Das wird also kein Blindflug. Es müsste ein Weg durch die Psychiatrie. Oh, durch die Psychiatrie, ja. Ich will nichts sagen, aber mein Freund Wolfi, kann's nicht besser sagen. Er will uns, er leitet uns. Aber das, ich habe irgendwie ein bisschen Angst. Also ich würde ihn ungern verlieren. Also ich finde den ja wirklich süß. Also der ist sowas von knuffig. Ich habe echt keinen Bock, dass ich den irgendwie verliere durch das scheiß Viech oder sonst irgendwas. Und auch wenn ich das Spiel nochmal durchspiele, ob ich den abmurksen sollte, ich weiß nicht. Irgendwie gefällt der mir. Ne, der ist halt Wolfi. Und wir müssen lieb sein zu Wolfi. Naja, können ja einfach mal aus Spaß irgendwann, schauen wir mal, was wir so für Möglichkeiten haben. Aber ungern würde ich ihn abmurksen. Weil da ist immer noch dieses dreckige Fieder und das würde ich lieber abschießen. Op, stopp die Kamera. So, jetzt müssen wir mal, ich bin mal gespannt.
was es genau noch mit diesem Wendigo auf sich hat und was wir da noch so machen können. Tut mir leid nochmal wegen der Kamera. Oh, er knurrt. Ja, er wittert schon was. Mach dir mal keine Sorgen, du. Wenn der Hund bellt, dann würde ich mir Sorgen machen. Oh Mann, ey. Was ist das hier für ein Gebäude? Eieiei. Gelenkig und schnell vor allem. Da hat doch gerade was geblinkt. Ah, der Schalter. Was passiert, wenn ich den Schalter bediene? Okay, wir haben schon mal hinter uns das Ding frei. Ah, wir müssen uns hier durchquetschen. Sehr elegant. Quetschen, quetschen, quetschen. Yeah, Magic Mike schafft alles. Gelenkig wie ein Aal. Gesehen? Ich hab's auch drauf. Ey, Wolf, ey, der nennt den sogar auch noch Wolfi. Siehst du, ich hab das vorher schon genannt. Ich hätte ihn auch Wolfi genannt. Also der Mike ist wie ich. Magic Rivano, ja. Er wusste auch, dass ich ihn Wolfi nenne. Sehr nett von dir. Ist auch ein cooles Viech, muss sagen. Hat schon was. Ja, ich bin jetzt aber gerade nicht so der Freund davon, in eine engen, dunklen Höhle zu gehen. Und vor allem der Psychologe oder Psychiater oder was auch immer ist auch noch da. Ach komm jetzt. Jetzt irgendwann reicht's doch mal. Ja, was ist denn da wieder los mit der Kamera? Also heute hat es ja echt extreme Probleme. Wirklich extrem. Ich meine, wenn die Kamera Angst hat, dann kann ich das ja verstehen. Aber was soll das denn? So, da haben wir dann noch. Und es geht direkt weiter mit mir im Bild. Keine Ahnung, warum die Kamera so spackt. Geht mir auf jeden Fall am Sack. Oh. Da ist der andere Wolf. Oder ein Werwolf oder was soll das sein? Auf jeden Fall will ich dich nicht, dass Wolfi auch so aussieht. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass das echt scheiße aussieht und ich habe keinen Bock, meinen Wolf zu verlieren. Kannst du nicht nach Hause gehen? Ich hoffe, der haut doch jetzt ab. Ah, der will weitergehen, hm? Scheiße. Eingeweide rausgerissen. Naja, der hat sich den gepackt. Das scheiß Mistviech. Und wenn der eh schon so eine harte Haut hat, guck dir das mal an, was der... Krallen, was die da machen, ey. Ja, was ist das denn? Das ist ja ein Mensch, haben die gesagt. Der verhungert und wird dann zum Wendigo, weil der von irgendeinem Geist befallen wird. Aber kein Mensch kann doch so übermenschlich sein. Lasst uns raus, wir verhungern, wir frieren. Ich werde mich rächen, hört auf, uns zu testen. Oh, oh. Naja, wenn das der Wendigo ist, dann hat er seine Rache auf jeden Fall geklappt. Krass, in die Panzertür Kratzer reingemacht. Das muss man erstmal schaffen. Übel, also das Spiel wird immer gruseliger. Kann gar nichts anderes dazu sagen. Tut mir nochmal leid wegen der Kamera, liebe Leute. Bitte seid nicht sauer auf mich. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich habe, wie gesagt... Oh, oh, da ist er. Da krabbelt er gerade hoch. Wie gesagt, ich mache alles, habe alles auf Admin. Ich habe alles versucht. Manchmal geht es total gut. Und manchmal spackt das Ding total ab. Und ich habe den Grund nicht herausgefunden. Aber ich weiß, dass wir nicht mehr alleine sind. Weil da gerade dieses hässliche Spider-Man-Vieh hochgekrabbelt ist. Und ich habe ein bisschen Angst. Ich habe wirklich ein bisschen Angst, meinen Wolf zu verlieren. Und ja, vielleicht kämpft er gleich mit vollem Einsatz, aber er kann eh nichts machen. Kugeln kommen nicht durch seine Haut, da werden Bisse von so einem Wolf, der lacht sich kaputt. Der scheiß Wendigo. Der schnappt sich den und dann sagt er, yeah, lecker. Okay, das war doch da, wo wir uns die Hand abgehackt haben, ne? Mann, ich weiß jetzt gerade echt nicht, wo ich hier lang soll. Das ist alles so, oder... Ich will auch nichts versäumen. Da ist der Wolf. Das heißt eigentlich andere Seite. Na egal, da waren wir aber schon. Ich bin mir ganz sicher. Also gehen wir erstmal hier lang. Bin ja froh, dass ich noch die Knarre hab. Oh, Mann. Ich habe gerade den Schatten gesehen und der verfolgt uns. Die Kamera ist schon wieder weg.
So eine Mistkamera, sie geht mir am Sack, la tralala. Ah, vielleicht sind das auch die schnellen Bilder oder so, ich weiß es nicht. Also ich muss nochmal gucken, dass ich da noch was herausfinde. Warum die sich dauernd aufhängt. Sie ist angesteckt, sie hat volle Energie. Ich verstehe es nicht. Mein Wolf, der hat ein bisschen Angst. Tja, ich habe eine Fackel und eine Schrotflinte. Und einen Hund. Und der Wolf hat gar keine Chance. Aber der müsste das Vieh eigentlich wittern. Okay, du weißt, stehen bleiben. Nee, nicht da drauf schießen. Warum soll ich jetzt... Manchmal ist es besser, nichts zu tun. Ihr wisst das. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So ein Mistvieh. Hätte ich nämlich jetzt die Ratte erschossen, hätte ich bestimmt nämlich keine Munition gehabt für den Schuss und dann hätte mich das Vieh angepackt so. Nach links. Gehen wir nach links. Oh Mann, nicht dieses Spiel schon wieder. Ihr wisst ja. Ey, du hast deinen Wolf ausgesperrt. Reiß dich mal zusammen. Du kannst den Wolf da nicht alleine lassen. Das Vieh hat nämlich Angst vor Feuer. Boah, ist das hässlich. Schieß aufs Gesicht. Voll aufs Gesicht. Bam, ja. Schöner Headshot, aber dem Scheißvieh macht das nichts. Boah. Ja, ich mach das jetzt bis zum Ende, bis ich gleich den Part beendet habe, nochmal ohne Kamera. Weil, es geht mir jetzt gerade echt auf den Sack, liebe Leute. Ihr habt bestimmt Verständnis dafür, dass ich keine Lust habe, alle 10 Sekunden die blöde Kamera auszumachen und wieder anzumachen. Ah, so. Mein Wolfi hat auch überlebt. Das Scheißvieh rennt immer noch rum. Es ist auch gerade sehr, sehr spannend. Da ist es. Boah, ist das hässlich. Ich mache extra ein bisschen länger den Part jetzt. Nur wegen, weil die Kamera so rumgespackt hat. Und ich hoffe, ihr nehmt mir da, freut euch deswegen. Ja, wegen der Kamera kann ich ja keine Ahnung. Da muss ich echt nochmal gucken. Weil das ist ja schon eine extra HD-Kamera. Okay, nicht bewegen. Boah, wenn es irgendwas gibt, was ich hasse, dann hasse ich dieses Scheißviech. Boah, ich habe das Ding aufgefangen. Wie geil ist das denn? Sieht einfach aus wie ein Mensch, ne? Wie ein kleiner, dreckiger, hässlicher Mensch. Und alles, was ich tun muss, ist ihn einfach nur wegklatschen. Hm, das sag ich dir aber, mein Freund. Aber der Wolf ist cool, ey, dass der auch nicht auf den angreift. Der ist ganz gechillt und ruhig. Finde ich echt cool. Bist echt mein bester Freund. Und der ist voll süß, ne? Guck mal, der wie der aussieht. Boah, ich hab keinen Bock, den zu verlieren. Ey, pass ja auf meinen Wolf auf. Die Menschen sind mir egal, aber der Wolf nicht. Und er hat eine Pumpgun. Falls du nicht gemerkt hast, die macht ihm nix. Hä? Ja, ich hoffe, dass links lang gehen eine gute Idee war. Oh, ist das spannend, liebe Leute. Guckt euch das Feeling an. Irgendwo kann er sein. Ja, immer drauf schießen auf den Arsch. Ist ja, wir haben ja eh Munition ohne Ende. Ja, das haben wir schon mal in so einer Prophezeiung gesehen. Ach, das sind noch mehrere. Jetzt verstehe ich das. Ich hab gedrückt. Hier sind also eine ganze Armee von denen hier eingesperrt. Das sind also die Bauarbeiter wahrscheinlich oder so. Was wollte ich noch sagen? Ich glaube, ich hätte gar nicht schießen brauchen, weil die ja eingesperrt sind. Und ich muss wahrscheinlich auf die schießen, die nicht eingesperrt sind. Ja, brauche ich nicht. Spar die Munition, mein Freund. Weil ich habe so das Gefühl, dass ich die Munition noch brauchen werde. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Lass los, lass los. Ja, das war, glaube ich, nur meine Rettung. Da musste ich jetzt leider loslassen. Kratzwunden, beide Bisswunden, macht nichts. Oh, oh, meiner rennt schon wieder. Wolfi! Komm, geh raus jetzt da.
Boah, ist das hässlich. Boah, ist der schnell. Ne. Es. Ach, scheiße. Ich hätte zwar schießen können, aber ich wollte unbedingt, dass die Munition sparen. Lass bloß meinen Wolf leben, sonst werde ich. Sonst werde ich sauer. Ah ja, also mein Wolf hat mich gerettet. Gut. Geil, echt geil. Echt geil gemacht. So, jetzt machen wir schnell das Tor zu hier. Ja, ich hab's mir gedacht, dass wenn ich den jetzt sofort abballer, dann habe ich Probleme. Deswegen wollte ich jetzt die Munition sparen. Dann hat er mich gepackt, genau wie auf dem Totem gesehen. Und der Wolf hat mich gerettet, weil er hat dann weggeguckt. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, hier machen wir Cut. Hier ist es richtig spannend. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich gucke nochmal wegen der Kamera. Und dann mache ich die später wieder an, natürlich beim nächsten Part. Und dann geht's wieder von vorne. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bedanke mich vielmals und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns wieder. Euer Revano, jetzt mit gutem Sound. Yeah, ciao.